Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich hier ganz im Norden vom Schwarzwald unterwegs, im Nordschwarzwald und besuche einen Windpark, den ich echt schon ziemlich lange besuchen wollte, hab's aber bisher nicht geschafft. Ja, heute ist das Wetter geil, die nächsten Tage soll es schon wieder schlechter werden und deshalb habe ich dann heute mal beschlossen, hierher zu fahren. Das ist der Windpark Straubenhardt. Somit einer der größten Windparks im Schwarzwald. Es gibt noch einen, der ein bisschen größer ist. Da fahre ich dann im Anschluss hin. Aber von den Anlagen hier ist es auf jeden Fall ein persönliches Highlight. Premiere für mich. Hier stehen nämlich Siemens-Anlagen. Siemens SWT 3.0 113. Vorher noch nie live gesehen. Ich glaube, es sind meines Wissens nach auch die einzigsten Siemens-Anlagen in Baden-Württemberg. Und wenn ich mich nicht täusche, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, somit die einzigsten Siemens-Anlagen im süddeutschen Raum. Es gibt noch zwei Siemens SWT DD 4.330, etwas weiter nördlich von hier. Die sind allerdings schon in Hessen. So im süddeutschen Raum sind mir sonst keine anderen Siemens-Anlagen bekannt. Ja, hier stehen insgesamt 11 Stück. Erbaut wurde der Windpark 2017-18. Sehr schön gelegen hier im Wald. Und ich bin jetzt echt voll gespannt auf die Siemens-Anlagen. Ich habe hier einen ziemlich coolen Ausblick. Von hier aus sieht man alle Anlagen eigentlich. Entweder komplett oder Flügelspitzen. Ich kann ja mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sieht man jetzt nur die Flügelspitzen. 7, 8, 9, bei der 10. sieht man auch wieder nur die Flügelspitzen. Jetzt habe ich wieder eine vergessen. Auf jeden Fall, 3 Stück liegen etwas niedriger. Ja, ist immer schwierig bei so Waldwindparks so einen guten Überblick zu bekommen. Ich bin jetzt echt super gespannt, mir die Siemens-Anlagen aus der Nähe anzuschauen. Dann fahre ich jetzt mal zum Windpark und dann berichte ich von dort nochmal. So, ich bin jetzt hier im Park angekommen und stehe jetzt hier in der Nähe von einer der Siemens-Anlagen. Meine allererste Siemens-Anlage, die ich live sehe, da habe ich mich echt ziemlich drauf gefreut. Richtig geile Anlage. Ja, bin auch überrascht, dass die Anlagen hier heute alle so gut laufen. Ich hatte Befürchtung, dass es zu heiß ist und zu windstill. Als ich nämlich in Freiburg losgefahren bin, stand da nämlich alles. Aber hier laufen die Anlagen ziemlich gut. Ja, die SWT 3.0 113 haben wir hier mit 142,5 Meter Nabenhöhe. Das ist auch ein Max-Bögel-Turm. Im Hintergrund sieht man noch zwei andere Anlagen. Ja, ist mal schwierig, einen guten Überblick zu haben hier im Wald. Sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ja, 3 Megawatt Leistung hat die Anlage hier. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Die gibt es nämlich auch mit 3.2, aber die Anlagen hier haben 3.0, also 3 Megawatt Leistung. Ja, optisch finde ich die Anlage echt top. Dieses kompakte Maschinenhaus mit dem Generator davor gefällt mir wesentlich besser als so ein fetter Kasten von Vestas oder G. Und auch diese relativ massive Narbe und auch die Rotorblätter sind in der Basis ganz schön breit. Das finde ich ziemlich cool. Ja, die SWT DD 130 und 142
Die haben den Kühler nicht mehr oben drauf. Jetzt hier die 3.0er, 3.2er, die haben noch den Kühler oben. Ja, wie bei Vestas zum Beispiel. Aber die größeren Anlagen haben es nicht mehr. Finde ich dann nicht ganz so schön. Ja, vor kurzem war ich ja bei Ventus eingeladen und habe da eine Führung bekommen im Firmensitz und auch so in den Produktionshallen. Das war ziemlich cool, da habe ich auch echt eine Menge gelernt. Ja, eine Sache, die ich gelernt habe über Generatoren ist, wenn man die Leistung eben hochschrauben will, kann man zum einen in die Tiefe gehen, also dann wird der Generator einfach länger. Das kann man aber nur bis zu einem gewissen Grad machen. Hat aber den gewissen Vorteil, dass er einfacher zu transportieren ist. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man ihn so schmal belässt und dann in die Breite geht. Nur dann wird es logistisch schwierig bei Enercon. Der Generator von der E138 zum Beispiel ist ja wesentlich breiter, aber der ist ja dann auch zweigeteilt aus Transportgründen. Ja, sieht man auch nochmal richtig schön, wie krass die Rotorblätter, wie groß der Abstand ist zwischen den Rotorblättern und dem Turm. Die sind echt geil nach vorne gebogen. Ja, ich werde mich jetzt mal unter die Anlage stellen. So, ich stehe jetzt nochmal unterhalb von der Anlage. Ja, zumindest hat hier jemand Blumen drauf gemalt oder sind es Hanfblätter, ich weiß es nicht genau. Statt der üblichen Schmiererei, immerhin. Ja, die Anlage läuft echt sehr, sehr leise. Die hat die Blätter gerade so ein bisschen aus dem Wind gepitcht. Ja, ist jetzt nicht super stürmisch heute, aber ich bin echt froh, dass die Anlagen mal laufen. Ist immer blöd, wenn man irgendwo hinfährt und dann steht alles. Das sieht echt geil aus, ist echt eine geile Maschine. Ja, das Coole bei den Siemens-Anlagen von allen Herstellern, haben die echt so die krasseste Blattbiegung, wenn sie auf Volllast laufen. Das sieht man jetzt heute leider nicht. Aber die biegen sich echt richtig krass im Wind. Da würde ich echt gerne mal herkommen, wenn es richtig stürmisch ist oder im Winter und die richtig auf Volllast laufen. Sieht bestimmt ziemlich geil aus. Also optisch muss ich sagen, finde ich die Anlage echt top. Gefällt mir richtig gut. Ja, hier hinten sieht man nochmal eine andere Anlage. Die steht jetzt etwas höher. Und hier sieht man nochmal richtig krass, wie groß der Winkel ist zwischen Nabe und Rotorblättern. Also die sind echt ziemlich weit nach vorne gebogen. Eben aus genau diesem Grund, glaube ich, weil die sich halt echt bei starkem Wind richtig krass nach hinten biegen, dass die nicht so nah an den Turm rankommen. Weil die können sich echt richtig krass biegen, wenn starker Wind ist. Richtig schöne Anlage. Ich stehe jetzt hier nochmal schön unterm Turm. Hier sieht man die Blätter echt nochmal richtig geil vorbeizischen. Das ist so ein geiles Bild. Da könnt ihr euch den ganzen Tag stehen und beobachten. Echt eine geile Anlage. Hier mal drunter stehen, wenn es richtig bläst. Das wäre richtig geil. Ich stehe jetzt hier nochmal bei einer etwas niedriger gelegenen Anlage. Ja, der Windpark erstreckt sich über ein ziemlich großes Areal. Also die Anlagen sind schon relativ weit voneinander entfernt. Ja, liegen auch auf ziemlich unterschiedlichen Höhen. Aber das hier ist jetzt cool. Hier kann man nämlich von unten nach oben schauen und sieht die Anlagen hier so auf dem Berg stehen. Das ist ein ziemlich cooles Bild. Es gibt echt wenige Punkte, von denen aus man mehrere Anlagen hier im Park sieht. Meistens immer nur so ein, zwei.
Ja, die Anlage hier hat auch gerade ein bisschen aus dem Wind gepitcht. Das finde ich verdammt cool. Also die Anlagen ja, pitchen öfters mal aus dem Wind, aber dann schalten sie nicht komplett ab, sondern sie ja, trudeln so lange weiter, bis sie dann wieder richtig laufen. Echt geil, die Siemens-Anlagen. So geil, wie die Flügel sich biegen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ja, die SBT 3.0, 3.213, SWT DD 4.330 und die DD 4.1 142 sollen leider nicht mehr für Deutschland produziert werden, hat mir jemand erzählt, also für den deutschen Markt. Fürs Ausland wohl schon noch, aber leider nicht mehr für Deutschland. Ja, Siemens ist ja jetzt auch mit Gamesa zusammen, also das heißt ja nicht mehr nur Siemens, sondern Siemens Gamesa, spanischer Hersteller. Ja, und die produzieren jetzt halt auch ihre eigenen Anlagen zusammen. Die heißen ja dann SG 4.545 zum Beispiel. Da gibt es ja noch die 6.0170, also die produzieren jetzt auch gerade echt größere Anlagen. Von denen sind einige in Planung und auch schon genehmigt für Deutschland, aber das sind halt Getriebeanlagen. Das sind halt nicht so schöne getriebelose Anlagen wie die hier. Finde ich echt sehr, sehr schade. Aber ja, mit dem Ausschreibungssystem konnten sie sich wohl nicht so gut durchsetzen. Sehr, sehr schade. Ich bin ja echt ein Fan von getriebelosen Anlagen, das habe ich schon mal erwähnt. Also Enercon, Vensys, Siemens. Ich finde die echt super. Naja. Ja, Drohne habe ich natürlich auch dabei, werde ich auch noch ein bisschen mit rumfliegen. Ich habe noch ein paar geile Aufnahmen aus der Luft krieg. Genau. So, hier von Dennach aus, einem Ort, zu dem der Windpark gehört, hat man echt nochmal einen sehr exponierten Blick. Von hier aus sieht man echt nochmal alle 11 Anlagen. Richtig cooler Blick. Ja, der Windpark gliedert sich in so zwei Teile. Drei Anlagen stehen etwas niedriger, etwas weiter von den anderen Anlagen entfernt. Und 8 Stück sind dann etwas höher gelegen. Ja, apropos bester Blick, der Windpark hat leider sehr, sehr viel Gegenwind erfahren von der Bevölkerung hier, wird leider momentan immer noch beklagt, gibt eine große Bürgerinitiative, ja, die den Projektierern vorwirft, ja, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht korrekt durchgeführt wurde, artenschutzrechtliche Gutachten nicht gültig sind. Ich finde das sehr, sehr schwierig, diese Diskussion, also dieser Dualismus zwischen Klimaschutz und Naturschutz. Für mich gehört Klimaschutz nämlich auch einfach zum Naturschutz dazu, weil Klimawandel ist so eins der größten Probleme oder der größten Ursachen für globales Artensterben. Wir müssen einfach schauen, dass wir die Erneuerbaren ausbauen, um dem etwas entgegenzusetzen. Klar, ich bin auch der Meinung, dass es Bereiche braucht, wo nur für Artenschutz sind, also wo Windkraft tabu ist. Die braucht es einfach. Aber ja, manchmal frage ich mich echt, ob diese Hardcore-Naturschützer das alles nur des Naturschutzes willen tun oder ob sie einfach per se gegen Windkraft sind und dafür den Naturschutz instrumentalisieren. Sehr, sehr schwierige Diskussion. Ja, könnte ich jetzt noch ewig mich drüber auslassen, aber
dann werde ich heute nicht mehr fertig mit dem Video hier. Ja, also der Windpark hier gefällt mir echt richtig super gut. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ja, dann verabschiede ich mich hier an der Stelle. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Gerne wieder Kommentare schreiben. Im Anschluss folgt wie immer ein kleines Drohnenvideo. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Halt die Ohren steif. Bis bald. I know.